Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema, wie weit ist mein Kinderzimmer schon? Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, ich freue mich immer sehr, dass ihr euch so sehr über meine Videos freut und dann macht es mir noch viel, viel mehr Spaß, Videos darüber zu drehen. Ich wusste nicht, dass euch das Kinderthema so interessiert. Und ja, ich freue mich umso mehr, dass ich gerade meine Freude, die ich, oder Vorfreude, die ich auf die kleine Maus habe, mit euch teilen kann. Weil Julian ist, der ist schon interessiert, das möchte ich jetzt nicht damit sagen, aber der ist halt sehr nüchtern, ne? Also der findet alles nicht so süß wie ich, wenn ich mir da kleine Kleidungsstücke angucke oder irgendwelche Möbelstücke und, oder es ist einfach nur rosa, dann ist er nicht so euphorisch wie ich. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr meine Freude teilt. Und ja, ich sitze jetzt hier gerade im Kinderzimmer und wollte euch einfach mal mitnehmen, wie weit es schon ist. Ich bin, ja, also ich denke mal, ich habe schon vieles gekauft. Ein bisschen brauche ich noch, ein bisschen warte ich auch auf die Babyparty, weil meine Freundinnen sind schon ganz sauer, dass ich mir alles alleine kaufe und sie dann gar nichts mehr haben oder alles doppelt und dreifach kommt. Und die haben mich jetzt gebeten, eine Liste zu machen, was mir denn noch fehlt, damit sie auch das Richtige kaufen können oder basteln oder was weiß ich, was sie sich so einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall, das Kinderzimmer sieht erstmal so aus. Man kommt hier durch die Tür und es ist relativ groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber auf jeden Fall passen hier ein paar Schränke rein und Stauraum ist auch da und die kleine Motte hat genug Platz und sie schläft ja eh bei uns im Schlafzimmer die erste Zeit. Deshalb kann ich euch nachher auch nochmal gleich drüben zeigen. Ich habe schon das Kinderbettchen drüben aufgebaut. Ich habe jetzt nämlich hier eine Stubenwiege, ein Bett für hier und ein Bett für drüben für unser Schlafzimmer. Also es ist unglaublich, was man dann doch alles braucht und auch alles kaufen muss, weil auch diese drei Sachen brauchten ja zum Beispiel Moltonauflagen, Bettbezüge, also Spannbettlaken, sie brauchten Matratzen und sowas alles. Also da kommt schon was zusammen, ich hätte das nicht gedacht. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt schon so weit bin. Ich kann euch ja jetzt mal hier rumführen. Also erstmal uninteressant ist das ein Schrank, da sind meine Winterjacken drin und Handtücher und sowas. Das ist nicht von der kleinen Maus, aber dafür der hier. Das ist ein Stubenwagen, den kann man super schön durch die Gegend schieben und der ist von Alvi in Verbindung hergestellt mit, glaube ich, Bellybutton oder sowas und auf jeden Fall fand ich den ganz süß, ich muss euch mal zeigen, also er hat hier unten Räder, es ist ein super schönes Holzgeflecht in weiß, ich habe ja fast wirklich nur weiß und rosa, dann hat man hier so einen Bezug drüber. Hier habe ich dann eine Molternauflage drunter gemacht, einen Bettbezug und auch eine Alvi-Matratze reingelegt. Die kleine Maus habe ich euch hier schon mal gezeigt. Das ist wirklich eine Maus und da steht Hummel drauf. Ich glaube, die ist bei Davanda oder sie gemacht worden in dem Shop bei einer Dame, wo man das individualisieren kann. Und das hat mir eine Freundin geschickt und es ist super, super schön und ich finde es einfach nur niedlich. Und das kann man dem Baby zum Beispiel auch in den Rücken legen, dass es nicht immer umkugelt oder so, wenn es mal eine Position hat, die so bleiben soll. Hier habe ich eine kleine, ja, wie so ein kleines Rasselding drüber gemacht, damit es vielleicht auch ein bisschen was zum Hören und zum Spielen hat, wenn es dann wirklich mal was sehen sollte. Hier drüber ist ein ganz schönes Prinzessinnendach, eine kleine Schleife. Ich glaube, da muss ich nochmal bügeln. Aber auf jeden Fall hattet ihr, das muss ich euch doch mal gleich fragen, hattet ihr auch so eine Probleme damit, dieses Ding hier aufzufädeln, ja? Dass das richtig rum saß, das ist ein Doktorarbeit wert, wirklich. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, aber ich dachte mir wirklich so, ich habe so eine Freundin geschrieben, sag mal, wie macht man denn so einen Himmel an und sowas. Bei mir funktioniert das nicht, bei mir ist immer die offene Seite hinten, was mache ich denn falsch und so. Also es ist wirklich eine Doktorarbeit wert. Ich sag das euch, hattet ihr auch so eine Probleme? Ich habe erstmal dann ein YouTube-Video angemacht und so. So, weiter geht's. Hier haben wir einen super, super schönen, finde ich, Wickeltisch. Er ist riesig, muss ich ja zugestehen. Nebenan stehen schon kleine Wäschekörbe. Das ist bunte Wäsche, das ist weiße Wäsche. Mal sehen, ob ich mich dran halte. Schwarz habe ich ja nicht. Das habe ich jetzt hier ausgelassen, passt eh nicht ins Zimmer. Und ja, ich habe hier eine mega große Wickelauflage, die da drauf kommen sollte. Die ist noch nicht da. Also ich habe sie auch noch nicht gekauft, aber ich habe mir vielleicht schon eine ausgeguckt. Und deswegen liegt hier gerade, das sind zum Beispiel meine Dekoartikel, die sollen hier oben an die Wand. Das finde ich ganz süß. Hier habe ich so Sterne. Mal gucken, was zusammenpasst. Kleine Sticker, also alles selbstklebend. Ich hatte keinen Bock zu tapezieren. Und Julian hat ja handwerklich, weiß nicht, ob ihr es wisst, keinen grünen Daumen. Also weder im Garten noch irgendwie bauarbeitentechnisch.
Der hat andere Qualitäten, aber leider nicht diese hier. Und hier muss ich mal gucken, kleine Feen habe ich noch hier. Mal sehen, ob ich die irgendwo anders an die andere Seite anmache, weil es passt nicht so gut, habe ich festgestellt, als ich es dann genommen habe. Aber jetzt kommt's, passt mal auf. Ich habe hier, das seht ihr das so? Das sind selbstklebende Bordüren. Das heißt, ich muss nicht tapezieren wieder. Und jetzt überlege ich mir gerade, meine Freundinnen haben gesagt, Bordüren macht man da oben ran, also wirklich hier auf so einer Höhe. Ich hätte ja die Bordüren, um das hier zu verdecken, eher in die Höhe gemacht von dem Wickeltisch, weil dann sieht das Kind, also wenn es wächst dann halt auch und größer wird und dann sieht es halt auch irgendwann mal was. Weil wenn ich da oben irgendwann mal eine Bordüre habe, das sieht doch keiner außer ich. Und es ist ja nicht mein Zimmer hier, ne? Na, vielleicht doch. Ein bisschen. Aber auf jeden Fall fand ich das mit den selbstklebenden Bordüren ganz toll. Da muss ich nichts machen hier. Hier habe ich einfach Deko-Elemente gekauft, die irgendwie zusammengepasst haben mit meinem Moodboard. Guck mal, das bin ich als Kind. Das hat mir meine Mama letztens mitgegeben. Und guck mal, was ich für einen Schnitt hatte. Ich habe ein übelstes Dreieck auf dem Kopf. Da vorne waren aber krasse Geheimratsecken, sage ich euch. Aber ich hatte auch schon weiß und rosa Ansitter. Und dann habe ich mir hier so kleine Deko-Elemente wie Sterne geholt. Hier oben, dann kommt da das Beauty-Zeug rein, was ich vielleicht brauche, was ich nicht in meiner Schublade haben möchte, habe ich mir gedacht. Und hier habe ich von meiner Familie, von meinem Onkel, Tante, Cousine, Cousin, auch gleich noch eine Spieluhr dazu bekommen. Die habe ich da oben angehängt. Einfach kann man so anknoten, ganz süß. Und ja, das ist erstmal das, was hier drauf passiert. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, da wäre ich ganz, ganz dankbar für eine tolle Wickelauflage. Ich bin immer noch dabei zu überlegen, oh, jetzt ist das hier so laut, ob ich eine nehme, die abwischbar ist. Die sehen aber irgendwie immer so günstig aus, sind aber praktisch. Dann habe ich überlegt, es gibt ja auch so eine, die nicht so riesig sind, sondern so eine, wie so eine Mulde aufgebaut sind. Die haben meistens einen Stoffbezug oder so einen Frottibezug, aber den kann man ja wechseln. Also das ist ja nicht so das Problem. Und man kann ja auch Molton-Tücher und sonst sich Tücher oben drauf packen, wenn man wickelt. Ja, darüber bin ich gerade beim Überlegen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was habt ihr gemacht? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Oder aber macht unter Facebook oder sowas ein Foto drunter, dann sehe ich das gleich, woher ihr das habt. Weil da bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, ja wahrscheinlich nach etwas Rosanem. Aber ich finde nichts. Ich finde nichts Schönes, was ich unbedingt haben möchte. So, ich brauche eure Hilfe unbedingt. So, das nächste, was ich hier am Wickeltisch stehen habe, sind so eine kleinen Kisten. Die habe ich mehrfach gekauft. Das ist jetzt erstmal eine, wo ich alles reingemacht habe, was ich schon besorgt habe. Auf jeden Fall sind die ganz niedlich und haben hier auch so eine Unterteilung. Und hier habe ich zum Beispiel schon Babyöl für Neugeborene reingemacht. Mein Kind kommt ja, ihr wisst es ja, mit ganz viel Haaren, Zopf und voll ausgestattet schon auf die Welt. Deswegen hier ein Kamm und eine Babybürste. Dann habe ich hier eine kleine Babyschere gekauft. Die kann man, glaube ich, erst nach einem Monat benutzen. Aber da haben wollte ich sie schon. Die ist so abgerundet. Guck mal, ich mache euch die mal auf. So sieht die nämlich aus. Besondere Babyscheren. Aber ich traue mich eh nicht, glaube ich. Ich habe Angst davor. Und ansonsten habe ich mich für die Pflegeserie erstmal für Weleda entschieden. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch sagen, ob es Quatsch ist. Es ist natürlich auch extrem teuer, ne? Also Weleda-Produkte kosten, glaube ich, so 4, 5, 6 Euro pro Stück ungefähr, also jetzt mal so, was man so kauft. Und wenn man dann etwas von den Eigenmarken der Drogerien kauft oder halt irgendwie, was gibt es denn noch, Hip und Pinaten und sowas, dann ist es halt so in der Mitte zwischen der Eigenmarke und Weleda. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Man kann es, also zum Beispiel, jetzt geht es nicht um die Reinigung, da kann man sich auch noch mal überlegen, ob man das wirklich nur mit Wasser und einem Lappen macht und sowas. Ob man da wirklich Feuchttücher benutzt, das weiß ich alles noch gar nicht. Ich habe alles gekauft, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich belese mich da gerade extrem und wollte jetzt aber mit den Sachen schon mal starten hier. Ich habe hier eine Waschlotion und ein Shampoo von Weleda gekauft fürs Baby. Dann habe ich hier ein Cremebad von Calendula. Dann eine Pflegemilch habe ich besorgt. Dann eine Babycreme, schützt wirksam vor Wundsein im Windelbereich. Und dann habe ich hier noch eine Gesichtscreme bis jetzt besorgt.
Und die hatte ich noch da, ganz witzig, Haut- und Kindercreme, das habe ich mir immer auf die Lippen geschmiert. Die habe ich noch da gehabt, neue, die habe ich jetzt einfach mal hier reingeworfen. Ansonsten hat mir eine Freundin empfohlen, falls das Baby mal einen wunden Hintern haben sollte, hilft auch Zink aus der Apotheke, das kann man sich da besorgen, ist auch nicht so teuer. Da muss ich einfach nochmal nachhaken in der Apotheke, weil da wollte ich eh hin. Die kleine Maus, die braucht zwar Sonne, aber ich weiß ja nicht, wie warm und wie sonnig und wie extrem das im August ist. Und da wollte ich einfach schon mal vorsagen und eine Sonnencreme aus der Apotheke besorgen für Babys. Da wollte ich nicht auf ein Drogerieprodukt zurückgreifen. Die brauchen auf jeden Fall 50 plus. Und das soll ja auch also einfach für Babys sein. Also da gucke ich mal, was es da so aus der Apotheke gibt. Jetzt habe ich die erste Schublade geöffnet. Hier habe ich schon mal einen kleinen Windelvorrat deponiert und Sensitive Feuchttücher. Da hat mir gerade eine Freundin erzählt, als sie das gesehen hat, dass sie die nicht mochte. Oh nein, habe ich gedacht. Ich habe ja extra so viele gekauft, falls ich sie benutze. War nämlich günstiger im Riesenpack. Da bin ich doch total anfällig für. Hier habe ich schon Stilleinlagen gekauft, falls ich Nuckel benutze. Hier ein paar Nuckel. Vielleicht habt ihr da auch eine Marke. Ich habe jetzt, glaube ich, die von Nuck. Es gibt ja auch dieses Mam. Und dann gab es noch eine andere Marke für ganz, ganz Erstgeborene. Die soll es bei Rossmann geben oder sowas. Da muss ich nochmal gucken. Hier Sicherheitswattestäbchen. Hier habe ich für die Nuckel so eine Tücher, dass man den Nuckel ranbinden kann. So, weiß ich nicht, ob ich es nicht verliere oder ob es fürs Kind schnuffelig sein soll. Mein Zahnarzt hat mir da hinten schon was fürs Baby mitgebracht. Kann ich Zähne beobachten, falls es selten kommt. Hier habe ich Nuckelketten. Die habe ich zum Beispiel von einer ganz lieben Followerin geschenkt bekommen. Und die habe ich selbst gekauft. Hier die beiden. Das sind so eine Nuckelketten. Mache ich jetzt mal wieder hier rein. Zack. Und hier habe ich ganz süße, natürlich passend zu dem zu dem Equipment da hinten kleine Körbchen gekauft, wo ich dann noch was reinpacken kann, weil ich denke, davon kann ich nicht genug haben. Und ja, das ist die erste Schublade gewesen. Tatarata! Das ist meine zweite Schublade. Das ist Schublade, ich muss sie, glaube ich, irgendwann mal beschriften, Schublade Größe 50. Ich hatte ja, die das mitbekommen haben, ich habe ja ganz viel gelesen und da stand immer Kaufgröße 56 und 64. Das hat Alina natürlich gemacht. Und dann wurde ihr gesagt, dein Kind ist zart. Bis jetzt, sie wiegt jetzt, wartet, ich habe es gleich, in der 33. Woche. Heute bin ich in der 34. übrigens, wiegt sie 1760 Gramm und ist 37,5 cm groß. Dein Kind ist zart und wenn es jetzt nicht einen Überschub macht und so, aber man weiß es ja nie, weil das macht ja in den letzten Wochen ja nochmal extreme Sprünge, dann vielleicht fehlt dir die 50. Das kann man immer nicht so genau sagen. Ich sollte nicht zu viel kaufen, das kann man mir aber auch nicht sagen, wenn Sachen rosa sind. Dann kauft man davon nun mal mehr. So, und deswegen habe ich jetzt hier vieles nochmal doppelt gekauft. Und die habe ich zum Beispiel geschenkt bekommen. Ganz süße Socken, da ist so ein Rassel drin. Dann habe ich hier kleine Höschen, wenn meine kleine Maus im Garten meiner Eltern vielleicht mal sitzt oder sowas. Sie sitzt nicht, wenn sie Säugling ist. Ich weiß, also ich stelle mir das irgendwie immer anders vor, wenn ich etwas kaufe. Ich stelle mir so ein Outfit, was ich kaufe, halt immer an der kleinen Maus vor. Und ich glaube, sie hat noch gar nicht die Größe, weil sie liegt ja einfach als Säugling. Und vor allem Größe 50 passt die ersten 2 bis 3 Wochen, würde ich sagen. Also nein, sie sitzt nicht im Garten bei meinen Eltern, aber ich würde es mir gerne vorstellen. Und deswegen habe ich es gekauft. Hier hinten habe ich kleine Söckchen. Hier habe ich Söckchen mit Rüschen. Hier habe ich bequeme Socken. Hier habe ich Strumpfhosen drin und, und. Hier habe ich kleine Kleidchen, falls sie mal ein Kleidchen anziehen möchte. Hier habe ich Strampler. Oh, hier ist eine Windel runtergekommen. Hier habe ich Hütchen und kleine Mützchen gegen die Sonne. Hier habe ich auch nochmal Strampler. Hier habe ich, oh, das ist voll süß, guckt mal. Muss euch mal hier oben zeigen. Hallo. Ich habe einen Kurzarmstrampler und es ist so niedlich gemacht. Es war so ein Dreierpack. Zack. Und dann gab es nochmal den dazu. Das musst du unbedingt mit. Hier nochmal kleine Höschen, die kennt ihr, glaube ich, aus meinem letzten Video. Das sind kleine Falkensocken. Guckt mal, My First Socks. Die habe ich für eine Sarah geschenkt bekommen schon mal. Die sind weiß, rosa kariert, auch voll süß. Hier sind kleine Bodies in langen Armen, kleine Bodies mit Rüschenärmchen in kurz. Kleine Bodies ohne Ärmchen, hier sind Schlafanzüge und hier sind kleine niedliche Outfits, so die so zusammenpassen und die halt super, super süß sind, so mit Marienchenkäfern und Erdbeeren.
Und haha, das muss ich ja unbedingt nochmal klarstellen. Mein Kind wird nicht Emily heißen, auch wenn ich den Namen liebe. Das war einer der wirklich super, super schönen Namen, die ich mir vorstellen konnte. Ich habe mal gesagt, als ich das Outfit mit der Erdbeere vorgestellt habe, das sieht ja aus wie Emily Erdbeere. Ich glaube, viele von euch kannten das gar nicht, die Figur Emily Erdbeer. Und sie wird nicht Emily heißen. Also, das wollte ich nur mal klarstellen. Aber es ist trotzdem ein süßer Name. Hätte ich auch gerne. Vielleicht muss ich ihn hinten ranhängen. Aber Julian möchte nur zwei Namen. Und nicht drei, obwohl ich drei habe. Und Julian hat auch drei und eigentlich vier, weil der eine davon mit Bindestrich geschrieben wird. Naja, also ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir im Moment noch bei zwei Namen. Und das ist Schublade Nummer drei. Die sieht jetzt nicht großartig anders aus als die da drüber. Ein paar Sachen sind wirklich gleich. Ein paar Sachen, also zum Beispiel die Schlafanzüge, die habe ich dann nochmal bestellt, weil ich nicht nochmal auf die Suche hingehen wollte nach anderen Mustern und Formen und Farben. Hinten Kleidchen und Outfits. Hier kleine bequeme Höschen. Ich denke mal, bequem kann man es nie genug haben. Und ein bisschen locker. Hier auch ein kleiner süßer Body. Hier wieder Outfits zusammengestellt. Kleine Höschen, Langarm-Bodies, Kurzarm-Bodies mit Rüschen, Kurzarm, also Bodies ohne irgendwas. Dahinter nochmal Bodies mit Arm. Also weiß ich nicht, ob euch das jetzt so interessiert, aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, erstmal genug. Was mir einfach noch fehlt, sind so richtige Schlafsäcke und Pucksäcke und so eine Sachen. Aber wie gesagt, meine Babyparty kommt noch und dann schreibe ich das wohl mit auf die Liste. So, das ist hier ja, wie ihr schon mal gesehen habt, mein Maxi-Cosi Pebbles Plus. Da liegen die Kinder wohl gerade drin und ich habe jetzt hier mal so einen Überzug rüber gemacht. Der sollte eigentlich rosa sein. Ich finde ihn ja eher bräunlich, rosé, altrosa, was auch immer. Auf jeden Fall ist er so medi-gut. Ich glaube, ich finde es so geizig, mir jetzt dafür einen neuen zu bestellen, weil ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt richtig benutze, weil vielleicht schwitzt das Kind, dann nehme ich lieber nochmal so eine Auflage. Ich glaube, auch für den Maxi-Cosi gibt es noch eine Auflage dazu. Gegen das Schwitzen des Babys, dass da nicht so voll klebt sich und voll süfft. Da muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall, blöde ist natürlich, dass ich dazu sämtliche Sachen bestellt habe. Also hier gleich nochmal so eine Babyrassel, die man hier an die Seiten klemmt. Dann habe ich natürlich noch eine kleine Spieluhr fürs Auto mitgenommen, wenn ich dann losfahre. Hier habe ich einen Spiegel angebracht, den hatte ich noch, den musste ich nicht neu kaufen. Den finde ich ganz süß und wenn die sich vielleicht irgendwann selber richtig sehen können oder sowas, dann kann man da witzige, süße Sachen mit dem veranstalten, kann sich selbst angucken. Und jetzt kommt der Platz, den ihr mal am schönsten findet. Und das ist mein Stillsessel mit dem kleinen Teppich. Der ist übrigens von Lottas Label. Und hier ist der Stillsessel und interessanterweise hat mich die Firma angeschrieben vom Stillsessel, dass sie mein Video gesehen hat. Und nein, ich habe diesen Stillsessel gekauft und nicht geschenkt bekommen, aber sie haben es gesehen und ich hatte ja Bedenken geäußert wegen der Abwaschbarkeit dieses Stillsessels. Und die haben jetzt geschrieben, dass sie gerade dran sind, zum Beispiel so eine Bezüge drüber zu machen. Kann man auch mal die Farbe wechseln vielleicht oder so, oder vielleicht sind ja auch da Formen und Farben drauf. Aber auf jeden Fall ist es ganz niedlich. Hier habe ich dann mein kleines Prinzessinnen-Stillkissen, mein zweites, das andere ist im Bett. Und auf jeden Fall ist der cool, weil der ja unten wirklich so eine Schaukelstuhlbeinchen hat und sowas. Dann kann man die Beine schön rauf machen und der Teppich, echt wirklich, ich bin wahnsinnig verliebt, weil der ist so weich. Guckt euch das an. Oh nein, jetzt habe ich, seht ihr? Ich hatte doch gestaubsaugt hier. So, also auf jeden Fall habe ich mich outfit-technisch natürlich farblich auch an dieses Zimmer angepasst gerade. Das hier ist das Bett. Das ist, ich glaube, das ist das Pinolino Kinderzimmer Sky in Breit. Groß und breit. Also das heißt, es gehörte der Schrank dazu, der auf der Seite steht. Das, die Wickelkommode und das Bett. Und hier ist jetzt erstmal das Bett. Da habe ich von Alvi eine große Matratze gekauft. Ich habe für wirklich, also für die Matratzen echt ein bisschen Geld ausgegeben für das Baby. Darunter wieder eine Molton-Auflage. Hier ein frisch gewaschenes, was ich natürlich nochmal waschen muss, bevor die Kleine kommt. Aber ich fand es natürlich so schön, euch das zu zeigen. Spannbettlaken mit einem kleinen Nestchen. Das ist nicht so cool, also das Nestchen ist cool, aber in dem Bett hier, weil diese Gitterstäbe sind so breit, dass man das Nestchen nicht irgendwie cool anbringen kann. Weil guck mal, da hinten ist jetzt so eine Lücke. Aber da muss ich mir noch was einfallen lassen. Dazu gab es hier so ein kleines Schirmchen. Ich habe auch einen Himmel gekauft. Aber dieser Himmel ist viel zu groß. Den machte man nämlich an die Decke. Und sowas denkt man ja immer nicht, wenn man alles schnell versucht, in den Einkaufswagen zu packen und so viele tolle Sachen sieht und so. Da denkt man nicht dran. Aber auf jeden Fall ist es mir jetzt passiert. Jetzt habe ich einen Himmel, der hier überhaupt nicht so passt. Und die Decke ist da oben und dann kommt der gar nicht unten an. Also muss ich mich nochmal um den Himmel kümmern.
Hier habe ich noch ein Bild von einer ganz lieben Bewerberin hingestellt. Das finde ich nämlich so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das sein soll, aber es sieht aus wie eine Katzengänshose da unten, sage ich euch. Auf jeden Fall fand ich es so niedlich, dass ich es erstmal mit vom Büro hierher nehmen musste. Und hier ist eine kleine Lampe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist ein Nachtlämpchen. Und die kann man halt je nach Bedarf ein bisschen regulieren, wie hell man es haben möchte. Und die ist so niedlich und ich habe sie jetzt einfach mal dahingestellt. Und jeder, der hier reinkam, Freundinnen von mir, die lieben die alle schon. Und die wollen jetzt auch eine für ihr Baby. Und hier haben wir dann als letztes oder als vorletztes nach diesem schicken Schrank hier einen Kinderwagen. Ich habe mich für den Bugaboo entschieden, einfach weil ich ihn optisch sehr cool finde. Ein bisschen für meine Größe und vor allem auch für Julians vielleicht ein bisschen, wie nenne ich es denn, tief. Aber also für mich völlig in Ordnung. Ich schiebe das eh die ganze Zeit von mir hin. Und Julian ist ja jetzt auch kein Riese, sodass es nicht klappen würde. Den gab es ja auch noch eine Nummer größer, der war mir aber zu schwer. Also eigentlich, ich habe mich jetzt nicht nur wegen der Farbe und weil es zum Beispiel vom Bugaboo ist oder so dafür entschieden, sondern der wiegt 10 Kilo. Und ich habe das mit Babypuppen, also im Laden bei Babywalz, mit Puppen ausprobiert und gemacht und getan. Und der ist sehr wendig und ich fand ihn, also für mich sehr wendig. Vielleicht gibt es auch noch windigere Kinderwagen. Aber ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn sehr leicht. Das war für mich eigentlich, glaube ich, das, weil wir haben ja ein großes Auto, wirklich wie so ein Jeep, und da muss ich ja erstmal den Kinderwagen oben reinhieven. Und dafür war es mir einfach wichtig, dass das Gestell sehr, sehr leicht ist, sehr einfach ist und dass das Ding nicht über 13 Kilo dann nachher wiegt. Auf jeden Fall finde ich das ein sehr stylisches Gestell und ich habe mir sagen lassen, man kann ja diesen Teil extra bestellen. Das heißt, man könnte ihn theoretisch, wenn man danach noch einen Jungen bekommt, was auch eure Frage war, ob Julian und ich uns noch mehr Kinder wünschen. Und ich jetzt darf eigentlich gar kein Junge werden, sonst muss ich das Kinderzimmer noch mal neu machen. Aber ach Quatsch, schläft er denn wieder ein Jahr bei mir? Dann kann ich meins blau machen und das hier lasse ich rosa und dann kann ich mal switchen. Naja, ist auch wurscht, aber auf jeden Fall von Julian und ich denke ich mal auf jeden Fall 2 Kinder. Aber ich bin ja auch kein Einzelkind. Ich liebe einfach meine Schwester. Ich finde es einfach toll, mit Geschwistern aufzuwachsen und vielleicht auch ein drittes, das weiß ich noch gar nicht. Aber erstmal kriege ich eins und gucke, wie es ist. Also da bin ich ja noch nicht so weit. Aber auf jeden Fall ist der ganz, ganz niedlich und man könnte das Verdeck auch in einer anderen Farbe kaufen, wollte ich sagen. Und einfach nochmal neu ranmachen. Und das ist der Kleiderschrank dazu. Auf der Seite ist noch nicht so viel. Auf der Seite habe ich jetzt erstmal alles reingepackt, was so noch nicht in Größe 50 und 56 ist oder halt was anderes. Hier unten sind dann Größe 62 und hier auch geordnet. Hier zum Beispiel habe ich Molton-Tücher geholt und das finde ich so süß. Guck mal, das hat kleine Eulen drauf und kleine Sternchen. Hier habe ich Molton-Tücher für die Betten und als Unterlagen und sowas alles. Hier habe ich schon ein paar Spucktücher. Davon brauche ich aber auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt 5. Ich brauche definitiv bestimmt 15 bis 20, habe ich mir gesagt, weil sonst muss ich so oft waschen. Hier habe ich für unterwegs kleine Wickelauflagen. Hier habe ich Handtücher gekauft mit so kleinen Kapuzen. Das ist wirklich... Echt, ich weiß nicht, guckt euch das mal an, das ist so kuschelig. Hier habe ich schon mal ein paar Waschlappen. Haha, guck mal, ich habe eine Öko-Ente gekauft als Kirschkernkissen, wenn die Kleine mal was mit dem Bauch hat. Das ist so niedlich. Hier habe ich schon Decken geschenkt bekommen und hier habe ich mir welche gekauft. Guckt mal, die sehen ganz süß aus. Guck, also es ist alles wirklich mit Sternen und noch mehr Sterne und noch mehr Sterne. Und hier unten Punkte. Also, und hier ist eine kleine Maus drauf. Hier habe ich wieder Bettbezüge drin. Und hier habe ich schon mal einen kleinen, zeige ich euch mal, Strampelsack. Der war auch so niedlich. Davon brauche ich aber, glaube ich, noch ein paar. Also auf jeden Fall, ihr seht, ich bin gut ausgestattet. Ansonsten, in meinem anderen Video habe ich euch noch 2 Kuscheltiere oder ein Kuscheltuch und ein Kuscheltier gezeigt von Kalu, was ich so sehr liebe. Also, weil es wirklich einfach von der... Ich muss es euch zeigen, wartet. So, das Letzte. Guckt euch das mal an, dieses Kuscheltier. Ey, wenn ihr das anfassen könntet, ist mit Rassel und es ist so süß und es ist so weich und ich glaube, ich habe es für mich gekauft. Auf jeden Fall kommt es in Kisten. Und hier ist das kleine Schnuffeltuch. Och, ey, wenn ihr das anfassen könntet. Super, super süß. Das ist aber auch das einzige Kuscheltier, was Julian jetzt mir erlaubt hat zu kaufen, weil er hat gesagt, davon kriegt man genug geschenkt und ich darf dafür jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat die kleine Babyzimmertour gefallen. Ach, ich habe was vergessen. Seht ihr mal. Wartet mal. Wartet. Hier habe ich nämlich mein zweites Stillkissen. Und das ist ein bisschen weicher. Und da ist auch ein anderes Füllmaterial drin.
Und das habe ich für Schlafen gerade im Schlafzimmer. Und damit ich nicht immer so viel mit meinem Stillkissen später in der Gegend rumlaufen muss. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, das hier ist das Baby Bay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben ein Boxspringbett und es gibt es als normal und fürs Boxspringbett. Das ist das fürs Boxspringbett. Und hierfür brauchtet ihr auch wieder eine extra Matratze, Moltonauflagen, Spannbettlaken und so. Hier konnte man auch einen kleinen Himmel, ich muss es mal drapieren für euch, wie sieht denn das hier aus? Hier ist immer so viel Wind, einen kleinen Himmel oben drüber. Ich habe hier schon Mobile angebaut und wenn ihr mir sagen könnt, für was das hier ist, womit soll ich denn das da festschnüren? Soll ich das am Bett festmachen? Naja, das müsst ihr mir vielleicht mal sagen, was ich damit machen soll. Und ein kleines Nestchen habe ich gekauft. Hier eine Halterung für den kleinen Himmel. Also es ist wirklich super, super süß. Und die kleine Maus schläft ja jetzt erstmal eine ganz, ganze Weile an unserem Bett. Und deswegen habe ich das alles gleich gekauft und mitbesorgt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese kleine Roomtour gefallen hat und vielleicht hat es euch ja auch geholfen, wie ihr vielleicht euer Zimmer dekoriert, was ihr alles so brauchen könnt oder auch nicht brauchen könnt. Einfach vieles kaufe ich einfach nur, weil man so euphorisch ist, wenn man so eine Vorfreude hat und man braucht es bestimmt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Stubenwagen benutze. Ich weiß, fragt mich nicht, sitze ich auf dem Stillstuhl oder sitze ich einfach nur auf der Couch? Brauchte ich jetzt schon das richtige Bett hier in dem Zimmer? Es ist einfach nur eine Deko-Sache, dass man ein eingerichtetes Zimmer hat. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall freut es mich trotzdem, alles gekauft zu haben und hier losgelegt zu haben. Und ja, wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, was hier noch fehlt in dem Zimmer, immer her damit oder wo ich es herbekomme. Wenn ihr natürlich Fragen habt, wo ich was herbekomme, wo ihr vielleicht mal schauen könnt, dann immer gerne ab in die Kommentare damit, dann antworte ich euch gerne. Und ja, es sollte bloß nicht so eine reine Werbeveranstaltung für irgendwelche Marken sein, weil ich habe wirklich alles gekauft. Außer das, was ich von den lieben Followerinnen geschenkt bekommen habe. Da habe ich aber auch ganz viele große Sachen bekommen. Die sind dann in dem Schrank nämlich noch drin, den ich euch noch gar nicht richtig gezeigt habe, was da für kleine süße Outfits schon sind. In Größe 62, 68. Aber auf jeden Fall hoffe ich, ja, euch hat es gefallen. Ich habe genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, eure Alina.